Der ARD-Radio-Tatort. Snoopy 89, 17.03 Uhr. Ich habe mein erstes Piercing mit 17 gekriegt, Nabel. Kurz darauf folgte ein Rim. Mit 20 dann ein Nasentrill. Mit 21 Lippenpiercing, vertikal mittig. Ich bin allerdings Fitnesstrainerin. Das stört es niemanden, wenn ich sichtbare Piercings und Tattoos habe. Heike Maus, 17.12 Uhr. Tattoos habe ich zwei. Zwei Wölfe unter den Schlüsselbeinen. Smiley. Ich warte immer, bis ich mir 100% sicher bin. Das Tattoo, das ich mir bald stechen lassen werde, gefällt mir schon seit Jahren und hat eine richtige Bedeutung für mich. Emoticon, Emoticon. Smiley. Schlampenhasser 03, 18.09 Uhr. Gruselig. Ich stell mir gerade vor, wie ihr beide ausseht. Mit sowas geht doch keiner in die Kiste. Und wenn ihr älter werdet, dann werden aus den Wölfen zwei fette Möpse. Heike Maus, 18.20 Uhr. Wie kannst du denn sowas sagen? Du kennst mich doch gar nicht. Aber schön, dass du dir Sorgen über mein Sexleben machst. Zwinker, zwinker. Schlampenhasser 03, 18.25 Uhr. Du bist wahrscheinlich eine fette Lesbe, die mal wieder gebumst gehört, weil sie keinen Kerl abbekommen hat. Und aus Frust lässt du dir irgendwas auf den Arsch tätowieren. Snoopy 89, 18.30 Uhr, @Schlampenhasser 03. Hör jetzt mal auf zu hetzen. Wahrscheinlich bist du nur zu feige, dir ein Tattoo stechen zu lassen. Tut nämlich weh. Heike Maus, 18.32 Uhr. Genau, du Arsch. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Yogi 32, 18.40 Uhr. Hallo, ich bekomme ein Engel- und Teufelmotiv auf dem gesamten Rücken. Wird gerade gestochen und ist noch nicht fertig. Sieht aber nach Aussagen vieler schon unglaublich Bombe aus. Schlampenhasser 03, 18.42 Uhr. Engel und Teufel. Bist du schwul oder was? Yogi 32, 18.48 Uhr. Wie kommst du da drauf? Nur weil ich das Gute und das Böse in mir spüre, bin ich doch nicht schwul. Schlampenhasser 03, 18.55 Uhr. Pass mal lieber gut auf, was dir jemand auf den Rücken tätowiert, du Schwuchtel. Nachher ist da eine Waschmaschine. Also ich finde es schön, wenn jemand seine gute und seine böse Seite zugibt. Öko-Lavamat von Miele. Dead Link von Dirk Schmidt. Und was ist mit... Mit was? Na, mit Ihrem Nebenjob, der mit der sogenannten Musik. Ach so, hier, Sie meinen, ich als DJ hinter dem Pult. Genau. Läuft das denn? Das läuft so, geht so. Ja, wie denn nun? Läuft das oder geht's nur so? Ja, nicht so dolle, ne? Im Moment ist das eben finanziell ein bisschen eng. Kann Ihre Frau da nicht was dazu verdienen? Tianyu? Ja. Nee, die macht eine Ausbildung, Kindergärtnerin. Das ist so ein schöner Beruf. Sagen Sie, hab ich Sie in einem neuen Auto gesehen? Ja, Sie wissen doch, was mit meinem Calibra passiert ist. Mit Ihrem Calibra? Ja, sicher, meiner. Das wurde doch alles schön untersucht. Das ist doch alles ganz sauber gelaufen. Ja. Und jetzt sehe ich da diesen LKW auf dem Hof. Ja, Suff. Das ist ein Suff. Der kann auch Gelände oder bei Steigung, wenn man mal in die Berge fährt. Suff? Ja. Was ist denn das für ein Landsmann? Koreaner. Mit Asiaten haben sie es irgendwie, oder? Chef, ich brauche Geld. Ja, wer braucht das nicht? Und was habe ich damit zu tun? Soll ich ihm was leihen, oder wie? Mensch, wir sind Beamte. Ja, Beamte werden beurteilt. Und meine Beurteilung, die steht bald an. Und wenn man da reinschreibt, dass ich immer Vollgas gebe, dann kann ich mir an die Besoldungsstelle wenden. Also, wenn man da reinschreibt, dass Sie immer Vollgas geben, dann ist das gelogen. Sie geben nur Vollgas, wenn Sie mit Ihrem Koreaner in Feierabend fahren. Und die Sache mit dem Calibra ist nur gut ausgegangen, weil Ihr Onkel im Stadtrat da dran gedreht hat. Okay, ey. Was mache ich denn, Kids? Keine Ahnung. Lotto? Nee, ich habe da noch eine Idee. Sie machen doch nebenbei ein Möbel, oder? Worauf wollen Sie denn jetzt raus?
Das ist eine ordnungsgemäß angemeldete Nebentätigkeit. Und außerdem braucht da keiner was von zu wissen. Ja, kann ich da nicht mitmachen? Was heißt denn mitmachen? Das macht sich nicht einfach so, da muss man was von verstehen. Ja, das können Sie mir ja alles beibringen. Nee, das vergessen Sie mal ganz schnell. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Das mit Ihrer Beurteilung, das kann ich mir ja noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, und wenn das durch Ihren Kopf gegangen ist, was dann? Wie wäre es, wenn der nächste Fall Ihrer wäre? Und Sie lösen den Fall und ich schreibe das in Ihre Beurteilung. Mit ein bisschen Glück fallen Sie die Treppe rauf. Ja, wenn Sie meinen. Meine ich. So machen wir das. Und was ist mit den beiden? Das überlassen Sie mal mir. Guten Morgen, Herr. Guten Morgen. Ah, Herr Latutzke. Auch schon wach, ja? Was soll das denn heißen? Ich hab sogar schon Mittag gemacht. Na, das ist ja die Hauptsache, dass du uns nur nicht vom Fleisch willst. Hey, Scheiße, wo hab ich denn jetzt meine Autoschlüssel? Oh Mann! Jetzt ist er mir doch aus der Hand gerutscht! Das reicht jetzt! Was ist daran so lustig? Oh, sorry, Chef, sorry, das verstehen Sie jetzt nicht. Wir sind doch heute Morgen in diese Wohnung gerufen worden. Bevor der Herr Latutzke zum Dienst erschien. Ja, ich hätte. Naja, auf jeden Fall ist da dieser tote Mann, Mitte 50, Ulrich, so und so. Und die Spurensicherung ist auch schon da? Ja, und es riecht nach verbrannter Haut. Ja, und Haare, ne? Sie kennen das ja. So ein ganz eigentümlicher Geruch ist das ja. Ja, und wir gucken uns den Toten an und er hat den Abdruck eines Bügeleisens an der Schläfe. Aber so richtig eingebrannt. Ja, so richtig tief drin, ja, so mit voller Gewalt. So richtig mit Aushol, ja. Und dann ist da noch die Ehefrau und Scholz sagt, was haben Sie nochmal genau gesagt? Was? Ich habe gesagt, meine Frau. Was haben Sie denn mit dem Bügeleisen da gemacht? Genau, und die Frau sagt, das ist mir aus der Hand gerutscht. Genau, aus der Hand gerutscht. Ich kann nicht mehr. Da muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein. Ja. Naja, also auf jeden Fall haben wir sie gleich mitgenommen. Und weil die schon mal dabei war, hat sie uns erzählt, dass die beiden sich gestritten haben. So. Ein Wort gab das andere, ja, und jetzt ist er tot und sie ist in U-Haft. Genau so geht das. Nicht lange Facke. Ja, und ihr so hier? Hm? Prima, ganz prima. Ja, uns geht's super. Hört sich übrigens ziemlich nach Glück an. Ja. Glück? Was denn für ein Glück? Mann, Bügeleisen, Frau. Das klingt jetzt nicht sehr knifflig. Glück ist nicht das, was man hat. Glück ist das, was man erzwingt. So. Hör gut zu, Latutzke. Ja. Zuhören und lernen. Hey! Also, was soll denn das? Was soll denn das hier? Haben Sie das gesehen? Der hat mir sein scheiß Mineralwasser ins Gesicht. Ja, ist mir aus der Hand gerutscht. Was ist mit dem los? Das ist eine lange Geschichte. Bibi, 11.22 Uhr. Auch in Deutschland gab es nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge. Und waren damals in der deutschen Botschaft in Prag nicht auch ganz viele Flüchtlinge aus der DDR? Na also. Hannes, 12.33 Uhr. Bravo, genau. Aber daran denkt heute keiner mehr. Asylant, 2.15, 12.40 Uhr. Du Zecke, wirst doch diese Leute nicht mit den Abzockern vergleichen, die jetzt unser Land überschwemmen. Bibi, 12.53 Uhr. Hey, das ist ein Forum für Leute, denen es um Menschenrechte geht. Wenn du stunk machen willst, dann verzieh dich. Emotikon, Blitz, Stinkefinger, Negativ-Smiley, Gewitterwolke. Hannes, 12.58 Uhr. Wollte ich auch gerade sagen. Hau ab. Asylant 2.15, 13.01 Uhr. Ed, Bibi. Das ist jetzt wieder typisch für so eine linke Schlampe wie dich. Dir geht's doch gar nicht um die Menschenrechte, sondern um etwas ganz anderes. Bibi, 13.05 Uhr. Um was soll's mir denn gehen, wenn nicht um die Menschenrechte? Also auch die von Flüchtlingen? Fragezeichen, Fragezeichen. Asylant 2.15, 13.14 Uhr. Worum es geht? Darum, dass so eine wie du keinen deutschen Mann findet, der mit ihr in die Kiste geht. Und deshalb muss sie es mit Negern treiben. Darum geht es, Schlampe. Hannes, 13.28 Uhr, et Asylant 2.15. Wie gesagt, hau ab. Wir brauchen hier keine Nazi-Schweine. Asylant 2.15, 13.37 Uhr. Du halt mal bloß die Fresse.
Gerade hast du noch Bravo gerufen, als die Bibi-Schlampe von den Ossis anfing. Du bist doch wahrscheinlich selber ein kleiner Ossi. Für arbeitslose Ossis wie dich gehe ich morgen wieder arbeiten und zahl Soli. Hier war das? Ja, hier war das. Da vorne hat er gelegen. Mindestens 4 Tage. Erschlagen, stumpfer Gegenstand, Wohnung durchsucht. Kein stumpfer Gegenstand gefunden. Noch nicht mal Bügeleisen. Haben die schon ausgeräumt? Nee, nee, die Wohnung wurde genauso vorgefunden. Was? So leer? Ja. Wieso? Es war alles da. Lagerschrank, Bett. Hier Schreibtisch. Er hatte noch nicht mal einen Fernseher. Ja, Bücher hat er auch nicht gelesen. Musik hat er auch nicht gehört. Scheint keine großen Interessen gehabt zu haben, der Mann. Scheiße. Ach ja, ein Laptop hat er gehabt. Irgend so ein billiges Supermarktding. Das hat der Mörder in die halbvolle Badewanne geworfen, aber viel wurde damit sowieso nicht gemacht. Sagt wer? Ja, das LKA. Das LKA? Wer hat denn jetzt verdammt nochmal schon wieder das LKA angerufen? Wie oft soll ich noch sagen, ich will einfach nicht, dass... Ja, wie soll das denn sonst gehen? Ja, ey. Wer soll sich denn sonst die Sache anrufen? Manchmal muss man auch, oder? Geht's leiser? Ja klar, geht auch leiser. Okay, es ist gut, Lenz. Also der hat noch nicht mal viel am Computer gemacht, oder was? Ja, Pizza bestellt, bisschen Online-Banking und persönliche Buchhaltung und sowas. Das LKA konnte das trotz des Wasserschadens zurückverfolgen. Nicht? Mhm. Meine Fresse. Was die so alles können heutzutage, also Wahnsinn. Aber warte, pass auf. Wenn der doch nur Kleinkram macht, ne? Wieso wirft der Mörder das Laptop ins Wasser? Weil der Mörder das nicht weiß, ne? Ist doch klar. Ja, aber wenn... Aber... Weißt du, was ich glaube, Herr Toske? Das ist doch der Fall, nach dem Sie sich immer gesehnt haben. Hm? Mordopfer ohne Kontakt zur Außenwelt, der tote Einsiedler von Hamm. Da können Sie doch mal ein Register ziehen. Viel Spaß. Was soll das denn heißen? Sie wollten den nächsten Fall? Hier ist er. Ha? Ganz allein hier, Herr Toske. Ich wollte gar nichts. Das war Vorderbohns Idee. Weil Herr Toske sonst ins Möbelgeschäft einsteigt. Ja, ist gut, Jens, ja? Oh, Georg, Mensch, wenn du Geld brauchst, dann musst du nur zu mir kommen. Ich hab doch diesen Hinterhof, den kannst du fegen für einen 20. Pass auf, du hast keinen Fall. Ja, ist aber gut. Hey, Mensch, ich hab gesagt, ist gut. Ja. Hallo? Hat ich gesagt, ist gut oder was? Also, ab wie viel Promille gehen bei Ihnen eigentlich die Ohren zu? Ja. Sorry. So, jetzt mal zu Ihnen, natürlich. Ich will regelmäßig über den Stand der Ermittlungen informiert werden, am besten täglich. Und wenn Sie Hilfe brauchen, sind wir da. Aber ansonsten gilt, Sie wollten den Fall, Sie haben ihn. Punkt, aus, Ende. So, Lenz, auch mal. Ja. Scheiße! Das ist ein Laptop. Oh, boah. Ein Laptop. Kitty Maus 16, 0:12. Ich weiß nur, dass ich ihn total liebe. Ich weiß, das klingt bescheuert. Aber ich denke an ihn, wenn ich morgens aufwache. Herzchen. Und wenn ich abends einschlafe, wünsche ich mir, er würde neben mir liegen. Honey Bunny 011, 0:19. Wohnst du auch noch bei deinen Eltern? Kitty Maus 16, 0:22. Ja, ätzend. Ausrufezeichen, Negativ-Smiley. Honey Bunny 011, 0:24. Ich auch. Kitty Maus 16, 0:26. Wie alt bist du denn? Honey Bunny 011, 0:27. 16. Kitty Maus 16, 0:29. Echt? Ich auch. Und? Hast du schon mal? Honey Bunny 011, 0:31. Kürzlich. Das erste Mal mit meinem Freund. Es war sehr schön. Er war total zärtlich. Du hast doch auch sicher schon mal, oder? Kitty Maus 16, 0:33. Ja, klar. Honey Bunny 011, 0:34. Und? Wie war es?
Kitty Maus 16, 037. Superschön. Herzchen, Herzchen, Smiley. Es war unser erstes Mal. Wir sind ja schon ein halbes Jahr zusammen. Er wollte schon früher, aber ich wollte warten. Honey Bunny 011, 0.40 Uhr. Erzähl doch mal mehr. Was hat ihr denn so gemacht? Kitty Maus 16, 0.44 Uhr. Na, was man eben so macht. Ich kenne dich doch gar nicht. Honey Bunny 011, 0.47 Uhr. Ja klar, ich wollte dir auch nicht zu nahe treten, sorry. Herzchen, Sternchen, Emoticon. Mein Freund Denne, also der heißt eigentlich Dennis, aber alle nennen den Denne. Also der Denne und ich, wir treiben es jetzt andauernd. Manchmal will ich gar nicht, aber dann sagt er hat mich total lieb. Und dann gebe ich meistens nach. Kitty Maus 16, 052. Wie heißt dein Freund? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Kitty Maus 16, 057. Hey, ich hab dich was gefragt. Wie heißt dein Freund in echt? Honey Bunny 011, 0.59 Uhr. Sag ich doch. Dennis. Dennis Bergmann. Kitty Maus 16, 1.02 Uhr. Dennis Bergmann. Das ist mein Freund. Mein Freund heißt so. Und alle nennen ihn Denne. Honey Bunny 011, 1.06 Uhr. Unmöglich. Geht nicht. Denne sagt, er liebt nur mich. Aber wenn ich überlege, er hat mal eine andere erwähnt. Er sagt aber, das ist eine doofe Ische. Und die hat er nur fürs Bett. Kitty Maus 16, 1.09 Uhr. Das kann doch jetzt nicht sein. Das gibt es doch nicht. Sag, dass das nicht wahr ist. Honey Bunny 011, 1.11 Uhr. Natürlich ist das wahr. Du dummes Stück. Er hat dich halt verarscht. Leb damit. Oder stirb. Bogenpisser. Ich heiße Bogengießer. Ja, wie auch immer. Immer. Du schuldest mir noch einen Gefallen, Bogenpisser. Was willst du, Latotzke? So. Nee, lass mal. Guck mal hier. Hey, ich mach nichts mehr mit gestohlenen Laptops. Das letzte Mal hat mich so ein Bulle erwischt. Das war zwar mehr oder weniger Zufall, aber seitdem denkt er, ich schuld ihm einen Gefallen. Ich hätte dich einbuchten können, ne? Aber du hast gejammert und gebettelt und was weiß ich nicht noch alles. Ja, ist ja gut. Gib mal her. Oh, schönes Teil. Mhm. Kann was und der kostet was. Super, super, super. Pass auf, hier muss man ein Passwort eingeben. Aber ich komme da nicht rein. Kann das vielleicht daran liegen, dass das gar nicht deiner ist? Es geht um Mordfall. Und warum kann die Polizei das denn nicht knacken? Das ist eine längere Geschichte. Ich will, dass du das machst, inoffiziell. Kommst du an eine Verschlüsselung vorbei? Klar, kein Ding. Gib mir einfach ein paar Minuten, okay? Ja. Oh. Ja, was denn? Der Kollege, dem hat gehört. Der ist nicht ganz ohne. Das ist was ganz Diffiziles. Bitte was? Guck mal, jetzt macht er mir die Tür auf. Ich sehe keine Tür. Und ich sag dir, wenn ich da reingehe, dann zieht die gesamte Festplatte blank. Hm? Dann geht der Ding ab wie Luzi. Ich verstehe nur Bahnhof. Du musst gar nichts verstehen, Latotzke. Dafür bin ich ja hier. Ja, super. So, was ist denn jetzt? Kommst du da jetzt rein oder nicht? Na klar komme ich da rein. Ich komme immer und überall rein. Oh, wenn es manchmal ein bisschen enger wird, ne? Komisch. Am besten kommst du morgen wieder. Jetzt lass mich erstmal in Ruhe hier fummeln. Du schreibst über Fußball? Was versteht ein Drecksinder von Fußball? Wenn ich deinen scheiß Indernamen schon höre, könnte ich kotzen. Was hast du mit deutschem Fußball zu tun? Schreib doch über den FC Neu-Delhi. Du Inder-Arsch. Eines Tages werden wir euch alle wieder zurück in den Ganges verfrachten. Da könnt ihr mit euren Leichen planschen.
Erschlagen, ja. Das ist ja nun mal eher häufig. Der Typ war ja wohl auch eher klein und zierlich. Und sonst? Ja, sagen Sie es mir. Bisschen Blut, keine Fingerabdrücke, keine DNA. Kerl, das ist, als hätte der Typ gar nicht gelebt. Was hat denn der beruflich gemacht? IT. Was? Hier so Computerzeugs, freiberuflich von seiner Wohnung aus, total unauffällig. Ja, hör mal, der hat an jedem ersten pünktlich seine Steuererklärung abgegeben. Eher langweilige Existenz, ne? Ihr Problem. Da kann ich Ihnen jetzt auch nicht helfen. Ja, hätte mir auch echt gewundert. Vollerbäumen! Ach, ihr seid das. Nee. Kuno-Straße, nicht Kinostraße. Da ist auf der linken Seite eine Garage, da ist ein Maikäfer drauf. Nein, Kuno! Ich hab eine Ladung Ratternstühle bekommen, wollen Sie hier? Nee, danke. Die geben so ein asiatisches Flair. Und unheimlich gute Qualität. Ja, ich überlege es mir. Ja, gut, ja. Der Schlüssel steckt. Den müsst ihr aber dann mitbringen. Ich bin bis 5 Uhr hier. Oder wir treffen uns in der Kantine. Vom Möbel Osterbusch. Nein, Osterbusch. Ja, ihr vergesst den Schlüssel nicht. Ist aber. Sagen Sie Scholz, dass ich da war und dass ich dranbleibe. Latotzke? Latotzke, ich bin es. Ich bin drin. Wie wird? Ich geht's? Ja, ich hab doch gesagt, ich komm da rein. Aber eins sag ich dir gleich. Der Typ, dem der Laptop gehört, das war mir aber ein Kandidator. Aha, und was heißt das? Also, wie soll ich sagen? So was hab ich noch nicht erlebt. Aha. Aber, kannst du die mal klarer ausdrücken? Wie ist denn der eigentlich gestorben? Der wurde totgeschlagen. Okay, dann sag ich mal so. Echt schade, dass man den nicht nochmal totschlagen kann. Und dann nochmal. Und dann könnte man den nochmal totschlagen. Sehr geehrte Lokalredaktion. Des Öfteren musste ich in letzter Zeit feststellen, dass Sie in Ihren Reihen einen Mitarbeiter beschäftigen, der nicht nur einen fremdländischen Namen hat, sondern in allem, was er schreibt, oder soll man besser sagen, hinschmiert, sein tiefes Unverständnis über alles Deutsche zum Ausdruck bringt. Was hast denn du mit deutschem Fußball zu tun? Schreib doch über den FC Neu-Delhi, du Inder-Arsch! Stolze Europäer, erhebt euch und verteidigt eure Kultur und Werte gegen den asiatischen Abschaum. Heute sind wir nur ein paar Tausend. Morgen werden es ein paar Millionen Menschen sein, die erkennen, dass der demografische Wandel gestoppt werden muss, um die Zukunft unserer Kinder zu sichern. Das Gutmenschentum ist der Feind unserer Kultur und unserer Identität. Inder, geh zurück nach Indien. Also jetzt nicht jeden Tag, aber spätestens nach 3 Tagen trudelt schon das nächste ein. Die schönsten habe ich gesammelt. Ich habe meinen Chefredakteur fast so weit, dass er mir meine Seite frei macht. Vielleicht ja, zu Weihnachten oder so, dem Fest der Liebe. Hier, der ist super. Mohan oder Mohammed, wie du heißt. Ich freue mich schon, wenn das deutsche Volk aufwacht und wir Gesocks wie dich durch den Schornstein jagen. Alter, ey, Mann. Oder hier, Ratsch, du Drecksgrieche, geh zurück in dein Drecksgriechenland. Wir zahlen für euch und ihr liegt am Meer und vögelt unsere Frauen. Wie Grieche? Ja, ich bin alles, Grieche, Türke, Kasache. Einen habe ich noch, pass auf. Du scheiß Moslem, nimm deine 48 Kinder und deine 5 Frauen und seh zu, dass du Deutschland den Rücken kehrst. Das tut mir leid. Und wird man denn nicht auch mal sauer? Eher traurig. Im Prinzip ist mir das auch egal mittlerweile. Aber das war ein Troll. Ein was? Ein Troll, das ist jemand, der sich einen Spaß draus macht, andere zu stören, zu beschimpfen und zu beleidigen. Solange er schön anonym bleibt. So einer ist mit unzähligen Identitäten unterwegs und pöbel rum, was der Zeugs hält. Ja, ein Troll. Sagt wer? Hier, Mohan Ratsch. Der Presseinder? Ja, genau der. Übrigens, ich finde das nicht so dolle, wenn wir den andauernd als Presseinder bezeichnen. Das ist mir scheißegal.
Der ist kein Deutscher. Der ist in Hamm geboren. Oh mein Gott, wenn ich so einen Scheiß schon höre. Pass auf, ich zeig dir was. Hier, schau mal. Erste Seite unten. Hier. Ja, ein Elefantenbaby. Genau, ein Elefantenbaby. Gehört das hierher? Ist das hier heimisch? Nur weil es gestern im Kölner Zoo geboren wurde? Hey, du, frag ich dich. Ja, hör mal, jetzt ist er einmal gut. Ne? Also manchmal weiß ich echt nicht, ob bei dir alle Lampen an sind. Warum das denn? Ich dachte, der ist nach Hamm geschickt worden, weil er säuft. Aber der hat sie ja auch sonst nicht alle. Ein Deutscher wird man nicht mit der Geburtsurkunde. Und nochmal für dich, Latotzke, mit der Heiratsurkunde schon gar nicht. Was soll denn das jetzt schon wieder, ey? Tjing Ju, Latotzke, dass ich nicht lache. Aber immer, kannst du einmal meine Frau aus dem Spiel ja, lassen? Ja, Lenz, es reicht jetzt wirklich. Jetzt verziehen Sie sich mal aufs Klo, nehmen Sie einen Schluck aus Ihrem Flachmann und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Glauben Sie ja nicht, ich bin der Einzige, der so denkt. Feuerbäumen! Wer? Bogen was? Ja, was? Bogengießer? Kenn ich nicht. Was soll das heißen? Lässt sich nicht abwimmeln. Ja, naja, dann von mir aus. Kennt einer einen? Bogengießer. Ja, das ist der Typ, der mir das Laptop geknackt hat. Und was hab ich damit zu tun? Ja, ich mach das. Der will eh zu mir. Ach so. Na, Bogengießer, was geht an? Los, Ablatolski, ich weiß, was du vorhast. Hey, hey, hey. Was ist denn mit dir kaputt? Sind Sie von der Polizei? Nee, ich bin auch nur zu Besuch hier. Der Typ hier ist ein Mörder. Und jetzt will er mir auch an den Kragen. Ja, jetzt mal gut, Meister. Ja? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Und dann erzählen Sie uns mal ganz genau, was der Auftritt jetzt hier soll. Er hat mir diesen Laptop hier gegeben, von einem Toten. Ja, soweit kann ich folgen, okay? Auf jeden Fall finde ich da einen Thread. Mir wird alles klar. Merk dir eins, Latotzke. Das Internet, vergiss nix. Ja, können wir hier zur Sache kommen jetzt? Sofort, hier. Coleman Hawkins, 21.45 Uhr, Atlatte 5000. DJ kann ja wirklich jeder Vollidiot. Aber du bist das Allerletzte. Wenn ich deinen scheiß Rentnerpop höre, kotze ich. Dann geh doch woanders hin und lass mich in Ruhe. Ich war auf deiner Website. Ich hab deine Frau wiedererkannt. Die hatte ich mal für 500 Baht in Pattaya. Ich würde mich jetzt aber mal ganz genau überlegen, was ich ins Internet schreibe. Und wenn nicht? Ich hab Mittel und Wege. Mittel und Wege. Und danach hat sie mir die 500 Baht zurückgegeben, weil es so geil war. Ich mach dich alle, du Drecksau! Ja, wir hatten Ärger, aber das reicht doch nicht, um einen umzubringen, ey. Man staunt, wie wenig da oft reicht. Latotzke, haben Sie eine Ahnung, wo Sie zum Tatzeitpunkt waren? Nee. Hör mal, ihr habt doch alle eine Waffel. Habt ihr doch alle. Eine Frage, ja? Warum lasse ich den Bogenpisser hier das Laptop auseinandernehmen, wenn ich... Außerdem, wer hat das Laptop eigentlich gefunden, ne? Du! Aber wo hast du das eigentlich gefunden? Ja, war ein Geheimfach im Kleiderschrank. Ein Geheimfach, ja. Ja, so ein Extrafach halt. Ich hab vor Wut gegen den Schrank getreten, da fiel mir das Laptop entgegen. Ich weiß, was du gedacht hast. Ich krieg das sowieso nicht geknackt, hast du gedacht. Vielleicht hat er aber auch ein schlechtes Gewissen, weil der junge Herr einfach... So, du nimmst jetzt diesen tragbaren Computer wieder mit und dann machst du eine schöne Nachtschicht. Und morgen früh kommen meine Kollegen und ich wieder vorbei und sind ganz gespannt darauf, was du noch alles gefunden hast. Und dann, aber nur dann, darfst du vielleicht wieder den Mund aufmachen. So, und jetzt verzieh dich. Na los, ein bisschen Tempo. Hopp, 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 hopp. Jo. Geht auch schneller. Wo warst du am 18. abends? Zwischen 7 und 9. Sag mal... Nee, sag du mal. Ihr glaubt doch nicht hier... Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal alle gepflegt gerne haben. In meine Fresse, ey. Ich bin auch am Arsch. Ja, und nun? Tja, was und nun? Ja, der hat geschrieben, ich mach dich alle. Ja. Hat er ins Internet reingeschrieben. Ja, ja. Ja, den kann man doch nicht einfach so abhauen lassen. Was ist denn mit der Stiften geht? Latotzke, wo soll er hin? Ja, was weiß ich. Aber Sie sind mir in der letzten Zeit ein bisschen zu locker. Der kann doch gar nicht aus Hamm raus. Für Latotzke ist doch Gelsenkirchen schon Ausland. In Hamm geboren, in Hamm gestorben. Der ist doch quasi schon im Knast. Mann, Lenz, ich würde mich nicht wundern, wenn Ihnen eines Tages auch mal einer was auf die Rübe haut. Sie sind auch so ein Troll, Lenz. Ja, nur einer ohne Internet.
Pink Kitty 2007, 14.18 Uhr, at Honey Bunny 011. Du miese Schlampe! Das mit Denne und Kitty Maus 16 war echt eine miese Sache von dir. Richtig übel war das. Blitz, Donner. Honey Bunny 011, at Pink Kitty 2007, 14.22 Uhr. Selber Schlampe. Halt dich bloß da raus. Was soll ich machen, wenn der Denne nun mal nur mich liebt? Wenn Kitty Maus 16 ein Problem hat, kann sie sich ja melden. Pink Kitty 2007, 14.25 Uhr. Ja, genau. Meld dich doch mal, Kitty Maus 16. Honey Bunny 011, 14.28 Uhr. At Kitty Maus 16. Aber beeil dich. Ich muss gleich Schluss machen. Denne will vorbeikommen. Er hat gesagt, er hat heute was ganz Besonderes mit mir vor. Ich bin schon ganz aufgeregt. Was für ein toller Typ. Pink Kitty 2007, 14.30 Uhr. Das ist alles so übel von dir. Na, und? Was willst du? Mich festnehmen? Kann ich reinkommen? Na klar. Aber meine Time-Maus, die jeder für 500 Mark kriegen kann, ist nicht da. Ja, ich hab sowas nicht gesagt. Ja, noch nicht. Ja, will ich auch nicht. Gut, wie auch immer, nochmal. Was willst du? Naja, also, das war nicht mein stärkster Tag heute. Nee, das war er nicht. Bierchen? Naja, gerne. Also, von mir aus immer. Ja. Ich weiß, wo du gewesen bist, als der Troll erschlagen wurde. Du hattest einen Außentermin, steht groß und breit im Dienstplan. In Bockum Hövel. Ja. Ist das nicht das mit dem Pfarrer gewesen? Hatte ich schon total vergessen. Danke. Ich habe gerade mit dem nochmal telefoniert. Du bist sauber. Sag mal, wo ist denn deine Frau? Ja, die putzt den Supermarkt dreimal die Woche ab 22 Uhr. Ne? Aber die will doch Kindergärtnerin werden. Ja, ich brauche kein Geld mehr. Meine Frau, die verdient jetzt mit. 400 Euro im Monat. Ist sie das? Ja, das kann eigentlich nicht sein. Das ist gerade erst los. Ja, ja. Guten Abend, kann ich kurz reinkommen? Die zwei euch verabredet oder was? Wieso denn? Ach! Lenz ist auch hier. Guten Abend. Also Jungs, ich mach's kurz. Ich habe Ihr Alibi überprüft, Latotzke. Ja, super, Lenz auch. Ach, Sie waren das. Weil der Pfarrer hat gesagt, da war einer von der Polizei da. Er hat sich aber den Namen nicht gemerkt. Ich war nicht da. Ich habe nur angerufen. Ich auch. Aha. Ja, so komisch. Aber der Pfarrer hat gesagt, da wäre einer... Na, warte, das ist nicht... Latotzke? Hollabon! Ich komme gerade aus Bockumhöfe. Also. Sieht ganz so aus, als hätte Scholz Sie zu Unrecht beschuldigt. Ist da jemand? Nee, ich habe den Fernseher an. Was ist aus? Er hat doch angefangen. Ja, das passt schon. Sie können also morgen ganz normal arbeiten kommen. Ja, super. Das freut mich. Echt? Ja, mich auch. Und, dann... Aufgelegt. Das mit dem Arschloch, ey. Heute Nachmittag, ja, da hätte sie am liebsten noch eingelocht und jetzt, Sie sind genauso ein Arschloch, Scholz, ja? Was? Ja, und Lenz sowieso. Ja, ist doch wahr, Alter. Ihr lasst mich einfach in den Fall laufen. Ihr habt doch gewusst, dass ich gar keine Chance habe, ey. Moment. Gewusst nicht. Ja, ahnen konnte man das schon. Ja. Ist aber auch eine harte Nuss. Ja, das stimmt. Weil das größte Arschloch, ne, das ist doch allerdings dieser Troll. Ich will trotzdem unbedingt wissen, wer den umgebracht hat, ja? Ist das klar, Kollegen? Ja, klar, logisch. Und woher haben Sie meine Nummer? Was ist denn mit dem Datenschutz? Wie gesagt, wir sind von der Kriminalpolizei. Wir ermitteln in einem Mordfall. Mordfall? Wir haben ein paar Fragen und wenig Geduld. Ich verstehe das nicht. Heike, ich darf doch Heike sagen, oder? Wenn es sein muss... Ja. Also, es ist so, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, ja. Deshalb wäre es furchtbar nett, wenn Sie uns ein wenig helfen. Na gut.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, betreiben Sie eine Webseite, die sich mit Tattoos und Piercings beschäftigt, richtig? Ja, kann man so sagen. Also ich sehe das Thema aus einer sehr stark weiblichen Perspektive. Also die Dualität von Schönheit, die ja immer auch dem Mann dient, und weiblicher Selbstbestimmung. Also die Erfahrung des eigenen weiblichen Körpers. Ja, ja. Also Weiblichkeit als... Ja, super, haben wir verstanden. Was, echt, geht's? Kein Wort. Also uns geht's eher um einen Troll, der sich auf Ihrer Seite herumgetrieben hat. Sehr massiv, so vor 3 Monaten. Schlampenhasser? Ja, genau der. Ja, klar. Schlampenhasser, Schlampenfeind, Schlampentod? Besonders originell war der nicht. Sagen Sie bloß, der ist Ihr Mordopfer. Woher wissen Sie denn, dass das immer derselbe war? Könnten ja auch 3 verschiedene Schlampenspezialisten gewesen sein, oder? Kann sein, glaube ich aber nicht. Aha. Wissen Sie, wenn Sie mal einen halben Tag den Dreck von 3 so Typen lesen, merken Sie irgendwann, dass das nur einer ist. Der will ganz tief in deinen Kopf. Wie viele Identitäten er dafür erfinden muss, ist ihm völlig egal. Das Schlimme ist, dass er es irgendwann schafft. Dann liegst du im Bett und willst einschlafen und 2 Minuten später sitzt du wieder vorm Bildschirm und lässt dich beleidigen. Hat was Masochistisches. Ja, okay. Verstanden. Erstmal danke. Und wenn wir noch Fragen haben, melden wir uns, ja? Tschüss. 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 Ach, du Scheiße, Mann. Also, ich meine, das atmet sich ja jetzt langsam wirklich in Arbeit aus. Wie viele haben wir denn noch? 17. 17. Hm. Wie viele haben wir schon? 9. Ach, so Scheiße, Mann. Wie viele Leute hat der Typ denn eigentlich beleidigt, beschimpft und versucht, in den Wahnsinn zu treiben? Ja, und das sind nur die letzten 4 Wochen. Ja, aber so kommen wir nicht weiter. Wir bräuchten sowas wie ein Muster. Ja, pass auf. Immer wenn jemand einen ausländischen Namen hatte, ne, dann hat er ihn beschimpft. Fußball, Lokalpresse, Politik, alles. Alles, was geht. Und dann hat er ja noch was gegen Frauen. Also, wenn das ein Muster ist, dann haben wir eins. Sagen Sie noch mal ein paar Namen. So, hier. Anti-Inder 88, Anti-Ali 88, Mohan Arsch 88, D-Land-den-Deutschen 88, Schalke Hasser 04, BVB Hasser 09, Zebra Hasser 03, Westfalia Hasser 35 und immer so weiter. Das dauert Wochen. Die Telefoniererei, die bringt auch nichts. Was ist denn, wenn wir zufällig dann den Mörder an der Strippe haben, ja? Und der ist ein bisschen clever und lässt uns auflaufen? Ja. Wir können aber auch kaum bei den ganzen Leuten vorbeifahren. Oder hat jemand Lust auf Kleinmacht-Dingsbums? Ich habe mal eine Frage. Ja, fragen Sie. Das ist jetzt mal ganz was anderes. Ich habe es ja nicht so mit dem Internetbuch mit 7 Siegeln für mich. Aber könnte ich theoretisch auch... Lass mal. Ja, was theoretisch? Ich habe noch diese Charge Rattanmöbel gekriegt. Da ist sie unheimlich hohe Qualität. Also, die Frage ist ganz einfach. Kann ich im Internet auch Möbel verkaufen? Na, das ist mir doch so egal, ob Sie im Internet Möbel verkaufen, ey. Ja, ich frage, ob das geht. Natürlich geht das. Ich kaufe da meine Musik, Lenz seinen Cognac und Scholz verzockt da seine Kohle. Das mach ich gar nicht. Im Internet geht alles. Und das sollte sich mittlerweile eigentlich rumgesprochen haben. Vielleicht sollten Sie mal darüber nachdenken, ob sich der ewige Kampf gegen die Pensionierung noch lohnt. Ja, was denn? Ich bin ganz kurz vor Karlsruhe und da verlangen Sie, dass ich... Jetzt mal Ruhe! Ruhe! Ja, ist ja gut. Jetzt haltet mal die Schnauze, Mann. Hey, Moment mal. Im Internet geht alles. Ja, das ist es doch. Also. Ja, versteht ihr das? Im Internet geht alles. Ja, Latotzke, Ruhe jetzt. Latotzke, rufen Sie sofort den Bogengießer an. Aber sofort. Los. Antifa Forever, 17.08 Uhr. Hey Leute, am Samstag ist eine Großdemo in Hamburg. Wer noch nicht weiß, wie er da hinkommt, soll sich bei Ralle melden. Gegen Imperialismus, gegen Nazis, Anti-USA. D-Land-den-Deutschen 88, 17.11 Uhr. Das ist ja super, dass sich ein Haufen linker Zecken auf den Weg nach Hamburg macht. Bleibt am besten da, dann ist Hamm schon mal ein Stück sauberer. Antifa Forever, 17.14 Uhr. Fresse, Nazi! Eines Tages kriegen wir dich. Linke Parzille 18, 17.16 Uhr. Sagt mal, Leute, kennen wir den nicht? War der nicht schon mal vor ein paar Wochen hier, der scheiß Nazi?
Antifa Forever, 17.18 Uhr. Ja klar, jetzt weiß ich wieder. Du hast recht. @d_land_den_deutschen88. Haben wir nicht letztes Mal gesagt, wir kommen vorbei, wenn du nicht die Fresse hältst? d_land_den_deutschen88, 17.21 Uhr. Dann kommt doch. Meint ihr, ich habe Angst vor ein paar schwulen Kiffern? Ihr wisst, wo ihr mich findet. Linke Bazille 18, 17.23 Uhr. @AntifaForever. Kennst du den? Weißt du, wo der wohnt? Ich würde dem gern höchstpersönlich eins in die Fresse hauen. Antifa Forever, 17.25 Uhr. @LinkeBazille 18. Natürlich, natürlich. Die Adresse habe ich irgendwo. Linke Bazille 18, 17.28 Uhr. @AntifaForever. Warst du schon mal da? Nee, bisher noch nicht. Sicher? Wir hatten vor 3 Wochen eine Aktion vor. Warst du nicht dabei? Kann nicht sein. Ich war 6 Wochen im Knast wegen Schwarzfahrens. Die Schweine. Ja, schade. Jetzt mal nur fürs Protokoll. Wie heißt denn der? Thomas Growilski. Aha. Ja, das mit dem Knast überprüfen wir nochmal, aber gut. So, weiter im Text. Und was mache ich jetzt? Den Nazi? Den Schwulenhasser? Oder gleich den Kinderschänder? Ja, sie sind einfach in allem gut, Lenz. Ja, das stimmt. Ja, total echt und vor allem glaubwürdig. Ja. Ja. Aber ich habe hier noch was anderes. Das fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Lassen Sie mal sehen. Hier, schauen Sie mal. Ja. Die Threads sind oft relativ lang und er war da ziemlich oft unterwegs. Ja, das stimmt. Ja. Das klingt irgendwie echt. Ja. Also, aber ist das nicht der Name, mit dem er Latozke beschimpft hat? Ja, genau, immer, das ist er. Ja, das ist er. Aber der Name, der sagt mir auch nichts. Lass doch mal sehen. Klaus Heisen, 18.03 Uhr. Leute, es gibt was Neues. Ich habe eine Aufnahme von Ben Webster und Oscar Peterson auf meinen YouTube-Kanal gestellt. Coleman Hawkins, 18.07 Uhr. Ganz toll. Und? Was gibt's sonst noch so Neues? Klaus Heisen, 18.09 Uhr. Hey, bist du das? Coleman Hawkins, 18.11 Uhr. Wer soll's denn sonst sein? Klaus Heisen, 18.13 Uhr. Lange nichts mehr gehört. Du wolltest mir die Aufnahme von Ben Webster und Kenny Drew in Kopenhagen schicken. Coleman Hawkins, 18.15 Uhr. Stimmt. Wollte ich. Viel zu tun in letzter Zeit. Klaus Heisen, 18.16 Uhr. Und dann wolltest du mir noch deine Adresse geben, damit ich dir die Platte von Lester Young schicken kann. Coleman Hawkins, 18.18 Uhr. Habe ich ganz vergessen. Klaus Heisen, 18.20 Uhr. Vergessen? Fragezeichen, Fragezeichen. Du warst doch total heiß auf die Platte. Komm, sag, wo du wohnst und ich schick sie dir. Coleman Hawkins, 18.21 Uhr. Sag du mir nur, wo du wohnst. Und ich komm vorbei und hol sie mir ab. Du weißt doch ganz genau, wo ich wohne, du blödes Arschloch. Hey, was ist jetzt los? Eines Tages kriegt dich einer. Ich hab schon ziemlich vielen Leuten Bescheid gesagt und eines Tages kriegt dich einer. Und dann gnade dir Gott. Hier steht, eines Tages kriegt dich einer. Ich hab schon ziemlich vielen Leuten Bescheid gesagt und eines Tages, da kriegt dich einer. Und dann gnade dir Gott. Mhm. Und jetzt wollen Sie wissen, wem ich Bescheid gesagt habe? Aha. Wir nähern uns. Ja, und wenn ich das einfach nur so geschrieben habe? Gnade dir Gott nur so? Also, klingt nicht gerade wie eine Höflichkeitsformel, nee, oder? Nee. Ich war wütend. Aha. Ich wüsste gar nicht, wie man Bescheid sagen könnte. Also, Herr Heisen, passen Sie mal auf. Wenn Sie jetzt nicht wollen, dass wir Sie rein vorsichtshalber mal mitnehmen, dann müssen Sie erst mal ein bisschen mehr anbieten, ne? Ja, genau, so sieht das aus. Und können wir mal diese Musik ein bisschen was leiser machen, ja? Was ist denn da überhaupt für ein Gedudel? Da kriegt man Migräne von, Dieses... Gedudel nennt man Jazz. Mhm. Und ich höre das für mein Leben gern. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber nun mal meine. Oh, gut. Und ich mag es ebenfalls, mich im Netz mit anderen Fans auszutauschen. Mhm. Ja, und dann? Und dann war der Typ echt nett. Mhm. Ja, hatte ähnliche Vorlieben. Und so kommt man ins Gespräch. Tja.
Und irgendwann erzählt man sich auch mal die eine oder andere private Sache. Von meiner 16-jährigen Tochter. Das nicht immer leicht ist. Und wie es der Zufall will, hat er ebenfalls eine Tochter und immer so weiter. Also Sie erzählen also einem wildfremden Menschen von Ihrer Tochter? Nichts Weltbewegendes. Nur, was mich gerade bewegt. Kleinigkeiten, 4 in Mathe, 5 in Erdkunde. Petitessen. Aber für diese Drecksau ist das genug, um meiner Tochter im Netz nachzustellen und sie langsam aber sicher wahnsinnig zu machen. Sie glaubt, sie wird beobachtet. Jemand im Netz weiß Dinge über sie, die er eigentlich nicht wissen kann. Und dann wird es irgendwann richtig ekelhaft. Und vor 6 Wochen hatte meine Tochter einen Nervenzusammenbruch. Ich bitte, aber hat Ihre Tochter denn nicht mit Ihnen geredet? Da war es fast schon zu spät. Und ich habe dem Schwein auch noch das Futter geliefert. Tja. Ja, und jetzt gehe ich jeden Abend online in der Hoffnung, dass Coleman Hawkins sich mal wieder meldet. Ja, und dann weiter? Das haben Sie doch erlebt. Dann schreibe ich das, was Ihr Kollege gerade vorgelesen hat. Ziemlich armselig, nicht wahr? Ja. Trotzdem, wir müssten Ihr Alibi für den Tatzeitpunkt überprüfen. Was macht ihr denn hier? Ist doch schon lange Feierabend, ey. Ich erkläre ihm nur gerade, wie das... Nein, gar nichts hat er. Das war privat. Du hast ihm gezeigt, wie man im Internet Möbel verzieht. So ungefähr. Na und? Wie war's? Ja, nix. Der Typ, der hat sich mit dem Vater angefreundet, um mit der Tochter eben eine kranke Scheiße zu veranstalten, ey. Ich komm da nicht hinter. Warum weiß denn der Vater nicht, was seine Tochter treibt? Ja, die Tochter, die hat eine eigene E-Mail-Adresse und der Vater auch. Ja, und was ist mit der Dingsbums-Adresse da? Welche Adresse? Na, hat er mir doch gerade erst erklärt. Er meint die IP-Adresse. So. Vergiss es. Der Typ hat das Zeug so dermaßen oft verschlüsselt und die Adresse hat er alle 5 bis 10 Minuten neu generiert. Wenn wir den Laptop nicht hätten, dann würde den höchstens der NSA kriegen. Ja, aber der andere doch nicht. Wer denn geht's? Na, der mit der Tochter. Meine Fresse. Der hat doch gerade gesagt, dass er... Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie meinen. Der mit der Tochter hat seine Adresse doch nicht geändert, oder? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Und die Tochter auch nicht, Mensch. Da habt ihr doch euer Muster. Boah, ey, Bogengießer, sag doch auch mal was, bitte. Ja, er hat recht. Eigentlich muss es bestimmte Häufungen geben. Na und, kannst du das rausfinden? Was meinst du denn, was ich die ganze Zeit versuche, Latotzke? Honey Bunny 011, 19.03 Uhr. Hör zu, ich weiß nicht, wo du bist, aber wir müssen reden. Honey Bunny 011, 19.08 Uhr. Es ist wirklich wichtig. Honey Bunny 011, 19.11 Uhr. Ich muss dir was sagen. Wende 96, 19.14 Uhr. Na, da bin ich aber mal gespannt. Honey Bunny 011, 19.16 Uhr. Ich suche Franzi. Wende 96, 19.19 Uhr. Für dich, Franziska. Honey Bunny 011, 19.20 Uhr. Okay, Franziska. Wende 96, 19.22 Uhr. Franziska ist tot und du bist nicht Honey Bunny. Wir haben also keine Basis, um groß zu chatten. Honey Bunny 011, 19.24 Uhr. Tod? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wende 96, 19.28 Uhr. Wer bist du? Ein Bulle? Honey Bunny 011, 19.30 Uhr. Und wer bist du? Wende 96, 19.32 Uhr. Du hast genau 3 Minuten, mir zu sagen, wer du bist. Dann bin ich raus und komme nie wieder. Latte 5000, 19.34 Uhr. Sagen wir mal, ich wäre ein Bulle. Würde dich das wundern? Nicht besonders. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass ihr das technisch hinkriegt. Wahrscheinlich hatte der Typ ein zweites Laptop. Im Schrank. Die Gurke auf seinem Schreibtisch war 100 Jahre alt. Was ist passiert? Ich wollte ihn noch fragen. Aber er hatte schon aufgehört zu atmen. Und große Zeit zum Suchen hatte ich auch nicht. Was ist passiert? Franzi war 16. Wir wollten warten, bis sie Abi hat und dann gemeinsam studieren. Und dann in die Entwicklungshilfe. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, dass sie von einem Scheiß hoch ausgesprungen ist. Und ich weiß, dass sie vorher mit einem Typen gechattet hat, der sich als Mädchen ausgab. Und dann? Dann habe ich ihn mir geschnappt. Und jetzt sitze ich hier in einem Internetcafé, schaue auf den Strand und überlege jeden Tag, was ich machen soll.
Du hast ihn dir geschnappt? Fragezeichen, Fragezeichen? Ich muss jetzt weiter. Ich weiß ja nicht, wie schnell ihr seid. War aber ganz gut, den Scheiß mal loszuwerden. Ich glaube, ich weiß, warum Franzi dauernd im Netz hing. Tut mal ganz gut, sich auszukotzen. Und tschüss, Bulle. Ja, Mensch. Glückwunsch. Hey, der Toske. Glückwunsch. Mann, du hast den Fall gelöst. Oh. Mit ein bisschen Hilfe vom Chef, aber trotzdem gute Arbeit, Latotzke. Wie fühlt man sich da? Boah, ich weiß ja nicht, ich dachte, ich würde mich besser fühlen, ne? Warten Sie mal ab, morgen schreibe ich eine Belobigung. Dann kommt das schon. Ja, Belobigung, Latotzke. Ja, ist ja gut jetzt, ist doch gut jetzt. Guck mal, ich muss, ne? Hier und Bogengießer, das hast du gut gemacht. Ich lasse dich ab sofort in Ruhe, ne? So, Ablauf. Passt schon. Ja, mach's gut, Jungs. So, los geht's. Guten Abend noch. Ja, tschüss. Tschüss. Eine Frage noch. Wie hat er sich den Troll denn jetzt geschnappt? Wie geht's? Der schreibt, er hat ihn sich geschnappt. Wie macht er das so einfach? Keine Ahnung. Und dann? Dann hat er es mir besorgt. Mein Freund ist ja schon 22. Aber irgendwie mag ich ältere Typen. Wie war's denn? Heftig. Bisschen härter. Aber da stehe ich drauf. Ich kann mit den kleinen Jungs nichts anfangen. Erzähl mir mehr. Warum immer erzählen? Komm doch vorbei. Mein Freund ist auf Montage. Der kommt erst übermorgen wieder. Und ich bin ganz allein und komme schon auf dumme Gedanken. Ich weiß nicht. Oder ich komme zu dir. Ich zieh mir auch was Hübsches an, wenn du willst. Wär schon super. Nun komm, sonst such ich mir einen anderen. Wo wohnst du denn? Scheiße, ich mach's. Aber dann komm auch sofort. Ich wohne in der... Dead Link von Dirk Schmidt. Die Rollen und ihre Darsteller: Scholz, Uwe Ochsenknecht. Vorderbäumen: Hans-Peter Halwachs. Latotzke: Sönke Möhring. Lenz: Matthias Leja. Dead Link: Martin Bross. Bogengießer: Nick Romm. Mohan Ratsch: Serdar Somunchu. Klaus Heisen: Frank Mosekamp. In weiteren Rollen: Philipp Wolf, Sandra Kuba, Angelika Bartsch, Dustin Semmelrogge, Thorsten Peter Schnick, Maike Jüttendonk, Dennis Laubenthal und Johanna Bergmann. Technische Realisation: Gertrud Melcher und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz: Freya Hattenberger. Dramaturgie: Georg Büren. Musik: Rainer Quade. Regie: Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016 für den ARD-Radio-Tatort.